Hallo zusammen. Was tun, wenn im Raum alles frisch renoviert ist und dann die alten Fenstersimse doch nicht mehr so gut passen? Rausreißen? Sicher nicht. Es gibt eine einfachere und schnellere Art, aus alt neu zu machen. Schaut es euch einmal an. Wir zeigen die Lösung an verschiedenen Fenstern. In dieser Küche etwa galt es, den alten Steinsims abzudecken. Und wie? Mit einem Sims, gefertigt aus 6 mm dicken Mineralwerkstoffplatten. Der vorgefertigte Sims muss dann vor Ort nur noch maßgenau eingebaut werden. Dazu markiert man außen die exakte Länge. Und auch noch den Ausschnitt für den Pfeiler. Aus- und abgesägt wird mit einer Stichsäge. Der alte Sims dient dann nur noch als Unterbau. Der neue Sims wird darauf verklebt, angedrückt und mit Silikon bzw. an der Wand mit putzähnlichem Acryl verfugt. Na, das sieht doch schon ganz anders aus. Das Material ist übrigens äußerst langlebig und resistent gegen Wasser, UV-Strahlen und andere Alltagsbelastungen. Kratzer beispielsweise lassen sich in dem porenfreien Material einfach wegschleifen. Apropos Schleifen. Wir zeigen euch jetzt einmal, wie man zwei Elemente nahtlos miteinander verbinden kann. Hier ist neben einem Fenstersims ein Wandvorsprung, der optisch und materialgleich abgedeckt werden sollte. Der Rohling wird dann entsprechend zurechtgesägt und verklebt. Und jetzt kommt der Trick. Mit einem Zwei-Komponenten-Kleber wird die Fuge verfüllt und nach etwa einer halben Stunde beigeschliffen. Fuge und Platte verschmelzen zu einer Einheit. Ohne sichtbare Naht. Das ist echt perfekt. Ja, und wie entsteht überhaupt aus einzelnen Platten ein Formteil? Mit Abwinkelungen und Blenden? Hier zeigen wir es euch. Unser Schreiner hat sich eine Holzschablone gefertigt. Oben liegt dann die Simsplatte auf. Senkrecht vorne steckt die Sichtblende in einer Nut mit aufgezogener Kleberspur. Beides wird mit Klemmzwingen zusammengehalten. Außen wird noch ein kleines Blendenstück angeklebt. Nach der Aushärtung geht man mit Schleifpapier, von grob bis fein, über die Nahtstellen bis zum feinen Materialverschliff. Der Sims sieht dann aus wie aus einem Guss. Auch ein Schaden lässt sich übrigens leicht reparieren. Zum Schluss noch eine Variante für zwei nebeneinander liegende Dachfenster. Hier wurde der Unterbau aufgedoppelt, sodass der neue Sims waagrecht in die Nut der Fensterrahmen passt. Ja, und wenn dann alles fertig ist, sieht es so aus, als gehöre der Sims zu den Fenstern. Eine wirklich tolle Lösung.